Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe hier bei Hillbilly TV auf dem Kanal. Ihr wisst ja, Essen und Trinken ist eine feine Sache. Muss man auch jeden Tag. Interessant ist, nee, muss man nicht unbedingt jeden Tag. Trinken vielleicht schon, essen nicht. Mal fasten wäre nicht schlecht. Wäre, ne? Was soll's. Aber ist ja interessant. Man kann die Welt ungefähr in drei gleich große Teile aufteilen. Die eine Drittel der Welt isst mit Händ, die andere Drittel isst mit Stäbchen und das nächste Drittel isst mit Messer und Gabel. Also ist heute das Thema Messer und Gabel. Und da brauchen wir natürlich mal ganz wichtig die Waage, wo wir schon beim Thema für unsere Ultra-Low-Hiker sind oder sowas, ne, die hier Gewicht sparen oder super klein und. Fangen wir doch mal an mit unserem Standardbesteck. Ne, habe ich einfach nur geschwind aus der Küche geholt. Ne. Hier zum Beispiel mit der Standard Messer und Gabel. Kennt man ja. So hier ganz normal aus dem Besteckkasten. Diesen kann man natürlich auch mitnehmen für unterwegs. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin gern so ein Typ. Ich habe gern immer was Eigenes dabei, wenn da irgendwo, ne, ständig im Büro oder so, hat als wieder mal jemand Geburtstag, gibt es wieder mal Kuchen oder irgendwas. Oder ich habe gern mein eigenes Besteck dabei. Auch wenn ich zur Grillparty oder sonst wo irgendwie hingehe, zu einem Barbecue oder. Ja, ich weiß, es kommt wieder aus der Spülmaschine und so, aber ich stecke mir gern mein eigenes Besteck im Mund. Ne? Darum heute das Thema Besteck. Eigenes Besteck. So aus dem, ganz normal aus dem. Aus dem Steckkasten. Ne? Wiegt Messer und Gabel. 88 Gramm mal hier als Beispiel und sind natürlich auch relativ groß, verständlich. Obwohl ich ja sagen muss, dass ich ja dann, wenn ich verwende, eigentlich nur die Gabeln zuverwende, weil Messer nutze ich nicht mehr hier, diese komischen Brötchenmesser, die sowieso nichts holen, sondern ich habe da inzwischen unsere Besteckkasten erweitert mit diesen schönen Victorinox Brotmesser mit Wellenschliff. Die Dinger sind einfach genial, die sind dann um einiges leichter, denke ich. Und dann kommen wir eben auf ein Set von 88 Gramm runter auf 54 Gramm. Größe bleibt aber natürlich gleich. Dann gibt es ja noch eine Kombination, die ich bisher immer draußen mit dabei hatte. Ah, es geht ja sogar noch kleiner, ein bisschen mobiler vor unterwegs. Ne? Man könnte ja, wenn man so wirklich nur rausgeht, sagen, okay, ich nehme nur eine kleine Gabel mit. Ne? Sowas wiegt 16 Gramm oder noch ein kleiner Löffel zusammen bei 32 Gramm. Ne? Ist eigentlich für Dessert und sowas gedacht und Kaffee und so und Teelöffel, aber kann man im Notfall ja auch verwenden für große Sachen. Geht ja um Größe und Gewicht. Dann ist ja eins meiner bevorzugten Geschichten auch immer der Titansborg, der ja wirklich auch nur 20 Gramm auf die Waage bringt. Da brauchst du natürlich dann noch ein Messer mit dazu. Da hat man dann, wenn man jetzt mal ein durchschnittlich kleines Taschenmesser nimmt, hier ein Victorinox, ist jetzt sogar die schwerste Kombination, trotzdem leichten Titansborg, weil halt natürlich so ein Victorinox hier das schon 87 Gramm auf die Waage bringt, da reicht der Löffel mit seinen 20 Gramm dann auch nicht raus. Brauchst halt noch ein Messerlimit dazu, ne? Wenn du irgendwas mit Messer und Gabel essen willst, ne? Beim Grillen ein Steak von der Grillplatte nimmst, dann wäre Messer und Gabel ein Vorteil. Man kann sich natürlich auch ein Steak-Sandwich machen, ne? Aber bleiben wir mal beim gepflegten Messer und Gabel essen, ne? 108 Gramm und da kommt natürlich jetzt schön ins Spiel das Reisebesteckmesser und die Reisebesteckgabel von Swiss Advance, wieder aus der Schweiz. Ich habe ja schon mal das Messer vor Jahren schon vorgestellt, das ist jetzt wieder so ein Teil und die machen Werben hier ja schon ganz groß, ne, mit 12 und 13 Gramm, das wiegen wir natürlich nach, ne. Wie gesagt, die Werbefritzen können sehr viel erzählen. Das ist natürlich dann eine super kleine und leichte Kombi. Die haben wir natürlich hier auch mit drin. Für die Bergsteiger, sage ich mal. Vielleicht ganz interessant. Ich habe letztens hier so ein Video gesehen vom Sepp vom Waldhandwerk. Da sind die da wieder irgendwo da hochgekraxelt. Da denke ich mir, oh, leck mich am Arsch. Das ist anstrengend aus. Da würde ich natürlich jedes überflüssige Gramm zu Hause lassen, ne? Wenn ich da schon mein eigenes Körpergewicht auf 4000 Meter hochschleifen muss, da überlegst du dir zweimal, was du einpackst. Und hier hätten wir mal dieses Reisebesteck, das es in zig verschiedenen Farben gibt. Ne? Das ist natürlich eine nette Geschichte hier zum Rausschieben, wie so ein Teppichbodencutter. Im Vergleich zu dem Modell, wo ich früher hatte, ist das, glaube ich, eine überarbeitete neue Version.
unten mit Schraube kann man eigentlich auch, also auch komplett auseinanderbauen. Das Ganze ist hier unten ein bisschen umgebogen, damit man hier einen Federwiderstand hat, der es hier hinten hält und nach vorne beim Öffnen eben auch hier wieder nach oben drückt und reinrutscht. Ne? Hier eine interessante kleine Gabel und schauen wir mal, was muss die Gabel wiegen? 12 Gramm. Dann schauen wir doch mal. Meine zeigt sogar noch ein Gramm weniger an, 11 Gramm. Beim letzten Artikel hat es genau gestimmt, aber lieber so wie andersrum. Das gleiche Spielchen mit dem Reisemesser, ebenfalls mit einer Schraube, besteht aus ganz wenigen Teilen, Schraube, Klinge, Gehäuse und hier diesen Pin auch wieder möglichst leicht, möglichst klein, möglichst kompakt, möglichst ressourcenschonend. Das Messer. Damit darf man natürlich nicht, ne, betonen wollen, da klopfst du einmal drauf, dann ist das Ding im Eimer. Das ist einfach nur ein kleines Schneidwerkzeug zum Essen gedacht, als Reisebesteck. Ne? Aber ey Leute, das Ding ist scharf. Wie ein Skalpell. Wiegen wir das mal. Das darf 13 Gramm wiegen. Das sagt unsere Waage. 12 Gramm. Okay, ich denke mal, die werden das schon genau ausgemessen haben, aber in dem Fall eigentlich interessant, weil meine Waage, wie ich sie so gezeigt habe, hat, stimmt eigentlich plus minus 1 Gramm ziemlich genau. Das heißt, wir kommen hier mit einem Reisebesteck, einmal Messer, einmal Gabel von 24 Gramm aus, weil es wirklich ultra low ist, 0,9 Unzen. Da kann einer sich nicht ganz entscheiden, ob es 0,85 oder 0,9 anzeigt. Egal, laut meiner Waage, okay, jetzt sind es 25 Gramm. Wir machen nochmal aus, lassen sie nochmal hier sauber tarieren. Und dann geht es so aus. Jawohl. 12. 23, 24 Gramm. 11. Ist ja auch egal, aber wenn wir hier schon am Grammzählen sind, ne, zeigt das nur noch 23 Gramm, aber sei es drum, Gramm hin oder her, das Ding ist auf jeden Fall die leichteste Kombination, die man sich vorstellen kann zum Essen. Für die Kantine, geschwind in der Jackentasche, das kannst du sogar in der vornehmen Hemdtasche verstauen, da ziehst du hier kein Hemd runter. Für Leute, die die Mittagspause an der Imbissbude verbringen, ne, bevor ich mir da jeden Tag so einen Plastikpiekser da reinmachen lasse, nehme ich doch meine eigene Gabel mit. Wie gesagt, wer Freund vom eigenen Besteck ist, kennt das vielleicht. Ich habe gern mein eigenes Besteck dabei. Gut, den würde ich jetzt nicht gerade im vornehmen Restaurant rausgraben, aber bei vielen anderen Gelegenheiten esse ich doch lieber mit dem eigenen Besteck. Schauen wir mal, wie lang das so ist. Im eingeklappten Zustand haben wir hier, das Ding ist gerade mal 95 mm lang. Dann wird die Gabel wahrscheinlich gleich lang sein. Wir werden ja nicht das Rad zweimal erfinden und zwei verschiedene Bauteile bauen. Genau, 95 mm. Und das Ding nehmen wir mal die Gehäusehöhe. Die Gehäusehöhe hat 6,9 mm und hier über dem Knopf kommen wir so auf 9,5 mm, also selbst hier an der hohen Stelle mit dem Knopf haben wir nicht mal einen Zentimeter auf 9,5 cm mit einer Breite von knapp 1,9 cm. Also geringste Abmessungen für Messer und Gabel und sogar auch schön kompakt dadurch und natürlich auch sicher verstaubar. Ne? Solche Lösungen musst du wieder irgendwo gut irgendwo reinmachen. Das in so ein Nylon-Täschchen. Diese Sägezahnung macht hier gleich eine zweite Öffnung in der neuen Nylon-Täschle. So ein Messer passiert es nicht, aber das haut dir ja nicht mal das Frühstücksfestback. Kannst du ja auch knicken. Ne? Titansborg, super leicht, aber natürlich von den Abmessungen her. Ne? Ich denke da schon wieder an meine EDC-Box. Ich glaube, das Problem mit dem Spork und dem S-Besteck in meiner EDC-Box hat sich gerade in Wohlgefallen aufgelöst. Ne? Weil kompakter, ne, wie sowas und leichter kriegst du ja kaum
ein Besteck zusammen. So toll, das Brokkoli ist gut. Hier hast du einen Löffel mit dabei. In dem Fall hast du jetzt keinen Löffel. Da hast du, was hier aber auf jeden Fall interessant ist, ist die Gabel. Ne? Und ich sag mal, vom Gewicht und Größe her macht das Messer hier den Kohl auch nicht mehr fett. Also eine interessante Alternative zu Spork und Taschenmesser, wenn man gern so, ne? Ich habe gerade noch vom Dings gelesen, vom Survival Bushcraft Fan, der meinte, ey, das wäre genau das Richtige für ihn hier, ne, in der Mittagspause am Imbiss oder so. Vielleicht ist ja auch das was, ne? Scharf ist das Teil. Wo habe ich eigentlich meinen schönen mein Testschnittblock, ja, den habe ich irgendwo rumfahren, ist ja auch egal. Ah, vielleicht haben wir hier was. Ein bisschen Papier aus dem Papierkorb. Nur gut, das ist jetzt hier ein bisschen dickerer Karton. Ne? Aber mal gucken. Ne? Also, selbst hier durch den dicken Karton, ne? Das Teil ist scharf wie eine Rasierklinge. Ne? Coole Sache. Unwahrscheinlich auch super gut EDC geeignet bei den Abmessungen. Glaube ich, lösen sich diverse EDC-Fragen für meine andere Videoserie gerade schon mal ein Artikel weiter auf. Nämlich mit dem Reisebesteck von Swiss Advance. So steht da hinten noch drauf. Nur 13 Gramm praktische Reisegröße, arretierbar, einfach, Gepäck bleibt sauber. Solinger Federstahl ist daran verwendet, zum Essen, Spülmaschinen geeignet, sogar recycelbar. Ach, hier hinten werden auch die Maße drauf gestanden. 95 x 18 x 6 mm, die Gabel 95 x 15, Gewicht 12 Gramm. Ah, das ist der Griff, das ist die Gabel, Material. Ist der Kunststoff ist BPA-frei, lebensmittelecht, umweltfreundlich und besteht aus Co-PCTG, Co-Polyester und rostfreier Edelstahl. Herkunft aus der Schweiz, der Federstahl kommt aus Deutschland, ja, bestimmt aus Solingen. Hä? Interessant. Vertrieb in Deutschland ist Karadyn für das Zeug. Web ist Swiss Advance, da steht beim Messer noch was anderes vielleicht mit dabei. Ja, auch nur 95 x 18 x 6, 90 x 15, 13 Gramm, gleicher Kunststoff, ebenfalls Federstahl, BPA-frei, Lebensmittel echt okay, Schweiz, Federstahl kommt aus Deutsch, genau das gleiche, 13 Gramm. Jawohl, steht das gleiche drauf. Das Reisebesteck, Messer und Gabel von Swiss Advance. Finde ich eine coole kleine Geschichte. Macht sich bestimmt auch gut als Geschenk, Präsent, Werbegeschenk. Okay, sagen wir so, die Fläche ist nicht sonderlich groß, wo man was drauf machen könnte. Vielleicht eine Laserung auf der Klinge anbringen. Ups, das wäre vielleicht noch was als Werbegeschenk. Hier auf der Rückseite von der Gabel vielleicht. Und selbst ohne Firmenaufdruck ist das ein praktisches Werbegeschenk, das in Erinnerung bleibt. Oder, ne, immer für die Langstreckenwanderer, Bergsteiger, Ultra-Low-Hiker, die auf jedes Gramm gucken. Ne? Hier wieder meine beliebte Freunde aus der Zahnbürsten-Absäge-Fraktion. Ich muss immer noch drüber lachen, wo ich das gehört habe. Aber ey, ich verstehe es, wenn du wirklich hier lang unterwegs bist und hast viel Zeug dabei und kannst bei jedem ein bisschen was optimieren und minimieren, macht es halt nachher einen Unterschied, ob du halt da auf den Berg hoch oder weiß der Geier wohin durch den Dschungel 10 Kilo auf dem Buckel hast oder nur 8 Kilo und hast vielleicht noch Platz ebenso mit für 2 Liter Trinkwasser mehr oder was auch immer, ne? Oder einfach weniger Gepäck. Ich habe da mal einen schönen Bericht drüber gelesen. Mann, ich muss gucken, ob ich das nochmal finde von einem dieser Ultra-Low- Hiker, Wanderer, einfach Wanderer, die gerne mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Der hatte noch einen schönen Schlusssatz in seinem Aufsatz, nämlich währenddessen für die meisten Wanderer mit schwerem Gepäck das Schöne beim Wandern erst bei der Pause stattfindet oder beim Ankommen im Zeltlager oder im Camp oder wie auch immer, haben die Ultraleicht-Hiker mit minimalstem Gepäck schon den Spaß, den ganzen Tag schon beim Laufen einfach, weil sie halt auf dem Buckel keine 20 Kilo haben, sondern vielleicht mit nur 4 Kilo durch die Gegend wackeln. Er hat es ein bisschen schöner und professioneller beschrieben und war ein ganz toller Schlusssatz, wo er dann sagt, ja klar,
Warum denn mit überflüssigem Gewicht rumlatschen, wenn es doch viel mehr Spaß macht, ein paar Kilo weniger auf den Rippen zu haben? Auf den Rippen wie im Gepäck, ne? Die Jungs mit Kleidergröße XXL verstehen mich. Also Leute, Besteck super leicht, ist nicht mal so teuer, gibt es glaube ich 7,95 oder sowas in den diversen Shops, ne? Und wenn man mit dem Messer nicht gerade versucht, Baumstämme zu fällen, sondern es eben beschränkt auf Essen und leichte Arbeiten, dann geht sowas auch nicht so schnell kaputt und hält wahrscheinlich ziemlich lange und man hat Spaß daran, Messer und Gabel dabei zu haben. Dann kauft man gleich noch ein zweites Set der Frau in die Handtasche, ne? Dann ist man da bestens versorgt. Muss ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren, wenn es wieder mal Pommes gibt, ne? Die Pommesgabel. Also, danke fürs Reinschauen. Das war Teil 2 der Swiss Advanced Serie mit ihren coolen, kleinen, leichten, ökologischen und ökonomischen Gegenstände fürs Wandern, Camping, Outdoor. Hier unsere super Leichtgewichtswanderer oder halt EDC, Freunde, Gear Freaks, was auch immer. Also Leute, bleibt gesund, schaut wieder mal rein, habt viel Spaß mit eurem EDC Taschenmesser und Co. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal bei Milbili, wenn es wieder was Neues gibt oder gleich in Folge 3 von Swiss Advance. Ciao!